Der Matusalem. Es ist großartig, wie in der Welt viele Männer schlimm sind über die Fräulein. Sie gehen 24 Stunden mit der Fräulein in einem Gehirn und denken nur, dass sie denken, was sie. Die Spezialisten sagen, die Männer hätten ein Gehirnsproblem und müssen Tratament gemacht werden, was ein Plan Gericht kriegen. Es gibt Männer, wo nicht können sich eine Frau langs ziehen gehen, dann wird schon gleich der Nano geguckt, was sehen, wie seine Hände ist. Dann belegen sie sich und haben immer ein Späßchen Hosen. Tut ihr noch mal was in der Hände? Mit so ausgeschnitzelten Ohrspiegel hat der Pissi Carla Pere sich damit verschämt, viele Konkurrenz machen. Die Freunde, wo bei ihm stehen, schmeißen Gespräch, wie ich fange all an, dem Frauenmenschen Hose gucken, und dann wird gelacht und mir ordentlich nur gespott. Unter den viel verhungerten Männern gibt es etliche drunter, wo sich nicht halten können, dann wird mit dem Mädchen gehetzt. Und ein oder der andere ist dann so verhungert, dass er dran springt und alles riskiert von der Frau oder dem Mädchen zu tatschle. Heutzutage ist die Welt sich am Ende, und was man sieht, ist, dass die Fräulein viel mehr giftig sind, als wie sie früher waren in meiner Jugend. Heutzutage tun sie auch schon Späße der Männer nur an und viel gucken so natürlich der Männer von vorher zwischen den Beinen an, dass man sich wirklich so halber verschämt fühlt. Es spürt einem, als so wie man abgemessen geben wird. Man sieht in der Television, dass die Frauen heute viel mehr hungrig sind als früher. Und es ist hauptsächlich, weil es keinen großen Unterschied mehr gibt zwischen den Männern und den Frauen seine Pflichtungen. So verdienen die Frauen sein Geld und seine Responsabilität und suchen es machen wie die Männer. Aber früher war das alles viel mehr unschuldiger. Es ist alles heilig passiert in der Dunkelheit der Nacht und viele Frauen haben ein ganz Leben lang gelebt, ohne sich einsehen, dass sein Männer aus der Hochzeit kein Mangel hatte. Und dort drüber habe ich ein Steck. In der Zeit, wo ich in St. Leopold geschafft habe als Abnehmer, war ich ein paar Monate ein Knecht von einem Abnehmer, wo Matusalem geheißt hat. Es war ein guter Mann, hat haufenweise Freunde und hauptsächlich ganz viel Freundinnen. Und er hat wirklich ein Geschäft untergebracht, welche der Frau leid. Hat nie die Bilder denen kopiert und so hat sein Arbeit angefangen, Schulden zu geben. Endlich wurde er so untergegrabt in der Schulde, dass ich und meine Brüder dem das Geschäft abgekauft haben, was war er dafür. Aber weil er so flabbig auf die Frau leid war, hat er so dann und wann eine Frau bei sich in einem Zimmerchen, wo neben dem Studium war. Er hat während der Arbeit Stunden mit der Frau leid in dem Zimmerchen gefehlt in der Zeit, wo ich die Bilderarbeit gemacht habe. Ich wusste, dass er verheiratet war, hat aber nicht seine Frau gekannt. Wenn dann seine Mandanten dorthin gekommen sind, hat er sie gleich in das Zimmerchen gelagert und die Tür hinter sich zugemacht. Also ist es passiert, dass die Fräulein gekommen sind und er war nicht da. Dann habe ich das Zimmerchen aufgemacht und sie rennengelost, weil er sie wurde. Dann ist er gekommen und ist gleich in das Zimmer bei der Frau, wo er am Worden war. Einen Tag ist seine eigene Frau ja zugekommen. Ich hat sie nicht gekannt, hat gemeint, es wäre noch ein von der Haufen Mann, und da habe ich sie in das Zimmerchen geschickt. Sie soll bis sie wurde, der Matusalem wird auf die Bank gegangen, er kommt gleich. Sie hat nichts gesagt. Ihr sind in das Zimmerchen, hat die Tee zugemacht, sich nackig gemacht und er war. Wie der Matusalem gekommen ist, sag ich, da werden Freunde im Zimmer. Er ist gleich noch ins Zimmerchen, hat die Tee hinter sich zugemacht. Es hat nicht lange gedauert, da sind die zwei halbnackig aus dem Zimmer gesprungen kommen, der Matusalem vorne dran und die Frau hinter dem No. Zum Glück war ein Moment kennengelernt in dem Studium. Die Frau hat die Latte von dem Fenster in der Hand und hat nur geschreit.